weiß nicht, ob der Verfasser des Zeitartikels verstanden hat, was das Versammlungsrecht bedeutet. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal zitieren. In Artikel 8 des Grundgesetzes heißt es, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Ich bin durchaus überrascht, dass die Zeit fordert, dass ich als Versammlungsleiter Politiker von der Versammlung ausschließen soll. Und frage, ist das ein ernsthafter Aufruf der Zeit, Gewählte der Vertreter mit politischem Amt oder Mandat von Versammlungen auszuschließen? Eine Demonstration ist keine Veranstaltung mit Eintrittskarten und Eingangskontrolle. Jeder, der teilnehmen möchte, kann und darf an einer Demonstration teilnehmen. Ich möchte es aber nochmal betonen, rechtes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unserer Bewegung keinen Platz. Das Gleiche gilt selbstverständlich für linksradikales, gewaltbereites Potenzial. Und wenn es Teilnehmer gibt, die rechtsextreme oder linksextreme Botschaften zeigen, möchte ich Sie hiermit bitten, diese ab sofort nicht mehr zu verwenden. Es schadet damit unserer ganzen Bewegung und rückt uns ins falsche Licht. Auch alle Journalisten auf dieser Versammlung können natürlich mithelfen und die Ordner informieren. Diese können bei Bedarf dann mit der Polizei Kontakt aufnehmen.